der musste sogar eigentlich anfangen zu steinigen. Aber der hat in einer Scharia gelebt unter sich und hat gesagt, derjenige, der in der Scharia keine Fehler gemacht hat, soll zuerst die Steine schmeißen. Das ist ein Leber. Der, ja. Jesus Christus kennt keine Scharia, Allah. Der Jesus Christus kennt nur Gnade, die uns anbietet. Und die Scharia hat nichts mit Gnade zu tun. Die Scharia hat auch nichts mit dem Bund vom Alten Testament zu tun. Die Scharia ist einfach das, was Mohammed einfach in seinem Leben getan hat, das, was Muslime einfach weiterführen. Und das ist eine Katastrophe, ist das. Das ist nämlich Ungerechtigkeit bis zum Gehtnichtmehr. Deswegen habe ich jetzt zu Anfang gesagt, Du selber möchtest nicht aufgrund deines Glaubens bekämpft werden. Warum bekämpfst du dann Andersgläubige? Doch, ich will. Wer sagt denn, ich will nicht? Am liebsten würde ich. Du willst, dass man dich bekämpft. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Das heißt mit anderen Worten, das, was Israel Palästina antut, machen sie in gut, ne, mein Lieber? Natürlich, die Palästinenser sind meistens auch alle Kuffar. Ah, also die Hamas ist auch Kuffar, ne? Natürlich, das sind auch Kuffar. Also da, wenn sie im Namen Allahs kämpfen, sind die Kuffar, ne? Ja, das hat mit Namen Allahs nichts zu tun. Die nutzen den Islam aus für ihren Macht, für ihren politischen Im Islam gibt es erstmal keine Nationalität. Die Palästinenser, die gehen sehr zu ihrer Nationalität und die bekämpfen auch uns. Achso, ja, stimmt, weil sie euch auch nicht dulden, ne? Also der Islamische Staat duldet ja auch nicht die Palästinenser, ne? Die Palästinenser wollen keine Scharia haben. Die wollen nur eine Demokratie haben unter sich. Die kämpfen auch nicht für die Scharia, sondern für ihre Nation. Ja, da hat er recht. Und das ist nicht islamisch. Also wer Dschihad führt, der muss für die Scharia kämpfen. Ja, das weiß ich ja. Der Allah sagt in Sure 5, Vers 44, wer mit etwas anderem richtet als das, was Allah herabgesagt hat, das ist wahrlich ein Frevler. Oh, Afghanistan, der Afghanistan, Ahmad. Der gehört den Kuffar. Allahs Gesetz. Und Khalid ibn Walid, die haben ja Expansionskriege geführt. Aber ich glaube, die meisten Muslime wollen halt nur ihr Land unter der Scharia haben und nicht expandieren. Ne? Ja, aber wir wollen die ganze Welt erobern mit der Scharia. Ja, der Islamische Staat ist somit die authentischste Gruppe des Islam. Aber das liegt, warum wir das wollen, ist nicht wegen euch, sondern für eure Kinder. Die sollen gerettet werden vor der Hölle. Auch wenn es sein muss, dass die Väter sterben. Das ist krank. Du kennst den Hadith, ne? Sure 3, Vers 1. Ja, aber ist das jetzt? Das habe ich eine Frage an dich. Ja, sag Amir. Ja, rede. Ist das denn nicht so, wenn Allah will, dass seine Gesetze hier etabliert werden, dass das auch klappt, weil das der Gott ist, wenn er was will, dann wird er es auch durchsetzen. Aber es kann es dann sein, mein lieber Abdul Wahid, dass vielleicht ein anderer Gott, der stärker ist als Allah, das nicht zulässt, dass dieser Islam hier auf der Erde herrscht. Hast du da schon mal Gedanken gemacht? Da steht ja auch alles drin in den Koran, warum Allah den Koran nicht selber tötet. Da sind wir alle hier in die Zukunft zu bestehen. Das ist ja alles eine Zukunft. Du musst immer stumm machen, wenn er redet. Ein Beispiel. Ja. Weißt du, dass auch im Koran steht, dass Allah SWT zu Isa a.s. sprechen wird am jüngsten Tag? Er wird sagen, hast du zu den Christen gesagt, die sollen dich zu Gott nehmen? Und Jesus wird sagen, das habe ich niemals gesagt. Das steht in den Koran drin. Weißt du das? Hast du das schon durchgelesen? Ja, und aber meine Bibel kam vorher und hat gesagt... Nein, hast du das mal durchgelesen? Kennst du diesen Vers? Nochmal, was sagst du? Hast du das mal gelesen, wo Allah SWT im Koran mit Jesus spricht? Ja, Allah SWT ist nur ein Schienbein und der Herr Jesus Christus redet nicht mit Schienbein. Verstehst du, das ist das Problem, was wir haben. Allah hat ein Schienbein, aber er ist doch kein Schienbein. Da steht doch nicht, Allah ist ein Schienbein, steht nicht. Allah hat ein Schienbein. Also okay, Allah hat ein Schienbein. An was ist denn Allahs Schienbein gebunden? Ja, Allah SWT hat einen Körper, ja, aber nicht so, wie die Menschen so denken, wie ein menschlicher Körper. Ja, Mohammed beschreibt ihn als einen kleinwüchsigen Mann mit grünem Anzug und wolligem Haar. Bartlos. Deswegen sagt ja auch Allah SWT sich selbst, dass er ein lebendiger Gott ist. Bei euch in der Bibel steht ja auch, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Also, ja, und die Menschen, ja, die sagen, aber was ist dann mit Elijah Kamifli Shay?
Ja, was denn? Ja, Allah ähnelt nicht zu niemanden. Genau. Niemanden. Deswegen ja, du siehst ja, dass die Muslime ein Riesenproblem haben, dass Gott mit seiner Schöpfung gleichgestellt wird und auf einmal Körperteile hat. Du weißt ja, dass er einen Fuß hat, ein Schienbein, zwei rechte Hände. Ja, was ist das? Ist das ein Lego-Baustein oder was ist das? Nein, wir stellen das nicht vor als Schöpfer. Ja, also es ähnelt sich ja gar nichts. Du kannst das nicht vorstellen, weil Allah SWT hat auch die Zeit erschaffen. Ja? Also dein Gehirn ist nur begrenzt. Wir denken auch gar nicht daran, wie Allah SWT aussieht. Wir denken auch gar nicht daran. Wir wissen, dass Allah SWT ein lebendiger Gott ist und Punkt, Ende. Aha, aber wenn wir Christen dann sagen, wir denken nicht mehr darüber nach, wir akzeptieren, dass Gott sich in Dreieinigkeit geoffenbart hat, dann sind wir auf einmal Kuffar, Mushrikin und haben keine Ahnung von irgendwas, ne? Wenn wir sagen, das ist göttlich und das verstehen wir mit unserem Verstand nicht, dann sind wir auf einmal Idioten, die keine Ahnung haben. Aber wenn ihr dann über die Anthropomorphie von Allah spricht, dann heißt es, oh, wir können das nicht verstehen, siehst du? Doppelte Moral vor dem Herrn. Der Unterschied vor dem Herrn. Merkst du das, Abdul Wahid? Ja, okay, warte mal. Bist du ein bisschen heuchlerisch, Abdul Wahid, unterwegs? Warte mal. Das Problem ist, dass sie Jesus anbetet, der als Mensch da ist. Ja, also er ist geboren, ist als Mensch. Das stört ja sehr viele Menschen. Auch im Christentum, also im christlichen Glauben, das stört ja sehr viele Menschen. Das ist ja normal. Ja, also es ist ja nicht unmöglich vorzustellen, dass dass Allah zum Mensch geboren und gestillt worden ist und angebetet wird als Mensch auch schon damals. Das ist ja, du musst ja das verstehen. Ja, also das ist ja unmöglich eigentlich vorzustellen. Aber was ihr macht, ihr betet Jesus an, anstatt seinen Herrn. Wenn ich jetzt dir sagen würde, was ist daran falsch, wenn ich anstatt Jesus den Vater eher anbeten würde? Ihr nennt den Vater. Ja, betet doch den Vater an. Warum betest du dann nicht Vater an? Ihr betet. Ihr betet ja Jesus an. Wir beten aber Jesus seinen Herrn an, den ihr als Vater bezeichnet. Aber Allah ist von niemandem der Vater, weder geistlich noch physisch. Das weißt du ja, Surah 9, Vers 30. Und wir sagen Allah zu ihm. Verstehst du? Das heißt, wir haben eigentlich alle einen Gott, aber ihr seid total in die Irre gegangen, weil Allah SWT Jesus geschickt hat und ihr Jesus, den Propheten, zu Gott gemacht hat. Und das okay, hast du ein Problem, Abdul Wahid, hast du ein Problem, dass Gott zu jemand anderes betet? Zu Gott zu ihm. Ja, ich weiß, was du meinst jetzt, diese rechts, links, was du da sagen willst, was in Versen steht. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. In Sure 33, Vers 56 betet Allah auf den Propheten. Wenn also Allah der einzige Gott ist, zu wem betet er denn für Mohammed? Ja, da habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, da habe ich nicht nachkontrolliert, da kann ich das so nichts sagen. Sonst wäre ja, das eine also du Idee. Siehst, dass deine ganze Auffassung gegenüber dem Islam null und nichtig ist, weil alles, was du sagst, kann gegen dich zurückgefeuert werden. Oberflächlich ist das so. Also, wir wissen, dass Allah niemanden anbietet. Der wird angebetet. Sure 33, Vers 56. Allah betet für den Propheten. Und wenn er für den Propheten betet, dann muss er zu jemandem beten, um für ihn zu beten. Verstehst du? Nein, da muss man einen Araber auch mal nachfragen, einen Gelehrten, wie das genau geht. Du kannst doch eine Wortstudie unternehmen. Hier, guck mal, Mariam ist hier drin. Mariam kann dir das mal vorlesen. Mariam? Also, warte mal, meine Frage war aber, hast du überhaupt ein Problem, wenn ich jetzt seinen Vater anbeten würde, als wenn ich jetzt Christ wäre? Anstatt Jesus. Ja, ganz und gar nicht. Du kannst ja in den christlichen Glauben reinkommen und den Vater anbeten, aber nicht verleugnen, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist. Oh. Warte mal. Also es ist für euch auch sehr wichtig, dass man auf jeden Fall glauben muss, dass Jesus auf dem Kreuz gestorben ist. Am Kreuz gestorben ist, ja genau. Amen. Ja. Okay. Aber Jesus sagt ja nicht, derjenige ist in der Höllenfeuer, der nicht glaubt, dass ich im Kreuz gestorben bin. Ja, sondern derjenige ist in der Hölle, der mir nicht folgt. Stimmt? Ja, aber du musst ja an sein Kreuzestod glauben, damit du das vollkommen machst, dein Glaube an den Herrn. Du musst ja glauben, dass der Herr für dich stellvertretend bezahlt hat, wenn du das nicht in Anspruch nimmst. Das ist dein Glaube. Lieber Abdel Wahid, der Glaube hat bestimmten Inhaltes. Das sind bestimmte Dinge, die den Glauben ausmachen. So wie zum Beispiel im Islam. Du kannst ja nicht sagen, ich glaube an Allah, aber den Mohammed will ich nicht haben. Nein. Das geht aber. Wir sind Muslim. Nein, wir sagen aber nicht, zum Beispiel bei uns nicht richtig, ob wir daran glauben oder nicht, dass Mohammed sallallahu alaihi wa sallam
von einer Krankheit gestorben ist. Davon macht das nicht zu einem Käfer. Weißt du? Aber das ist sehr wichtig, dass du natürlich den Mohammed sallallahu alaihi wasallam akzeptierst als einen Propheten, so wie du Jesus akzeptierst, dass er auch als geschickt worden ist von seinem Herrn, den ihr Vater nennt und den wir Allah nennen. Und das ist das Wichtigste, dass man glaubt, dass Jesus geschickt worden ist von seinem Herrn, von Allah. Den ihr als Vater nennt. Jesus Christus kündigt sich schon im Alten Testament selbst an, weil er der Gott Israels ist. Er sagt selber in Jesaja 44,6, ich bin der Herr, dein Gott, der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und Jesus Christus sagt doch im Neuen Testament, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ich bin der Anfang und das Ende, das A und das O, Alpha und Omega. Ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lies mal bitte den Abdul Wahid, Sure 33, Vers 56 vor. Ja. Aber ich habe dir jetzt bewiesen, dass die Muslime auch an Monotheismus glauben, siehst du? Nein, ich glaube absolut nicht an Monotheismus. Doch, Monotheismus ist nicht, dass man an Jesus glaubt, das kannst du vergessen. Monotheismus ist, dass man glaubt, dass Jesus geschickt worden ist von seinem Herrn, das ist Monotheismus. Nein, absolut nicht, Monotheismus ist das nicht, was der da macht. Genau, Monotheismus wäre nur an Allah glauben, aber nicht an Mohammed, weil was suchte Mohammed auf einmal innerhalb der Gottheit? Nein, Reza. Ich glaube nur an Allah. Fertig aus. Reza, das ist Monotheismus. Reza, du sagst ja Allah, aber du musst Vater sagen. Du sagst ja zu Nein, Allah. Nein, verstehst nicht, was ich gesagt habe. Mohammed hat auf der Höhe von Allah nichts zu suchen. Monotheismus heißt, ich glaube nur an Allah. Und nicht an Mohammed, nicht an Ahmed und nicht an Müller und nicht an Becker. Okay, und warum glaubst du Muslime dann an? Aber warum muss man unbedingt sagen, ich glaube an Mohammed? Ah, das heißt, ihr habt zwei Götter. Eine Sekunde. Warte mal. Warum glauben die Muslime an die Bücher dann? An die Bibel glauben wir. An die Tora glauben wir, dass es von Allah SWT geschickt worden ist, offenbart worden ist. Und Gott konnte nicht auf sein Wort aufpassen. Wundervoll. Was nützt das dann, dieses Buch dazu glauben? Die glauben von damals. Bevor Mohammed kam, damals, verstehst du, an die Bibel. Wann wurde denn die Tora verfälscht? Was meinst du? Ja, die Tora, da gab es noch viele Zeiten, da gab es Kriegszeiten. Die Tora verfälscht? Du bist doch ein Muslim, du kannst es bestimmt beantworten. Weiß ich nicht ganz genau. Nein, aber du weißt das überhaupt nicht. Du redest einfach alles nach, was man dir beigebracht hat. Das ist das Problem. Niemals mit dem Thema beschäftigt. Mohammed seine Zeit gab es da sehr viel. Ich hol dich gleich wieder rein, Abdul Wahid. Bis gleich. Du kannst ihn ja so lange vorlesen, Mariam. Ich muss ganz kurz was machen. Okay. Ja, also ich wollte mal nur Abdul Wahid fragen, weil der sagt immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die meisten Muslime sagen das immer, ja, und wiederholen das halt wie die Papageien, die Arabisch nicht können leider. Aber warum sagen die sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, Gott betet Muhammad an. Ja. Also Allah yusalli ala Muhammad. Das heißt, Gott betet den Muhammad an. Und hier in Sura 33, Surat al-Ahzab, sagte, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala al-Nabiyyi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu tasliman. Auf Deutsch ganz genau übersetzt heißt das, wahrlich, Gott und seine Engel beten den Propheten an. O ihr, die glaubt, segnet ihn und gewährt ihm Frieden. Hier, die sagen sallallahu alayhi wa sallam, wenn die denen auch sagen, warum tut Allah Mohammed anbeten oder Mohammed gleichstellen, genau wie Gott, dann erhältst du gar keine Antwort. Weil die sagen das wie die Papageien, aber die verstehen das nicht, was damit gemeint ist. Hier sind die automatisch Mushrikin, ohne zu wissen. Die tun halt Schirk machen mit Mohammed und Allah. Gleichzeitig stellen, auf eine Ebene. Oder besser gesagt, Mohammed größer als Allah. Weil Allah betet den Mohammed an. Und der nennt sich auch natürlich Islamische Staat Anhänger. Er hat recht, weil ich glaube ihn auch. Du siehst ja bei denen halt in dieser Flagge, was da steht, diese schwarze Flagge. Da steht ganz genau Allah. Und dann kommt Rasul Muhammad.
passt auf die Reihenfolge. Allah, Rasul Muhammad, das ist genau damit gemeint, dass Gott ist der Prophet von Muhammad. Die haben das nicht Muhammad Rasulullah, die haben die Reihe komplett verändert. Ihr müsst euch das merken, ihr Lieben, ne? Fragt ihm dann Abdul Wahid, warum dieser Allah Rasul Muhammad steht in dieser schwarzen Flagge. Ich bin mal gespannt auf diese Antwort, was er mir jetzt geben will oder die anderen Muslime. Die wahren Muslime, ja, so wie Abdul Wahid. Ja, aber wenigstens war ganz ehrlich. Ja? Wenigstens war ein ehrlicher Muslim. Ne? Er hat zugegeben, dass es als was islamischer Staat macht, ist es halt authentisch mit dem Buch, mit dem Koran, mit dem Hadithen, mit dem Islam. Ja, wenigstens war er ehrlich. Nicht wie die heuchlenden Muslime, die hier reinkommen und sagen, die haben mit dem Islam nichts zu tun. Sowas. Schande, Schande auf euch, wenn ihr das sagt. Schande. Gottes Segen, ihr Lieben. Dankeschön. Hallo, ihr Lieben. Ja, es ist natürlich schwer, wenn man kein Arabisch kann, ne? Wenn die meisten Muslime hier, die sind, die können kein Arabisch und die zitieren einfach nur so Verse vom Koran, ja? Und die wissen nicht, was es damit gemeint ist. Die verstehen das gar nicht, was es damit gemeint. Sowas von traurig. Nee, das steht nicht, spricht den Frieden Gruß über den Propheten. Das stimmt nicht. Nein. Wo hast du diese Übersetzung geholt? Deine eigene Übersetzung? Ist ja Quatsch, was du gerade sagst, Meti Muslim. Wenn du Arabisch kannst, dann weißt du, dass es sowas nicht stimmt, gerade was du gesagt hast, was du geschrieben hast. Absoluter Schwachsinn. Und so tut ihr immer die Menschen täuschen, ne? Mit falschen Übersetzungen, ne? Dann denken die immer, wow, schön ist das. Das hört sich sehr schön an. Aber die Wahrheit, wer weiß, weiß nur Gott. Jesus, das Licht der Welt. Amen. Halleluja. Es gibt kein anderes Licht und keine andere Wahrheit, außer der Herr Jesus Christus. Amen. Breaking News, Breaking News. Hast du denn das erklärt, Mariam? Ja, ganz genau. Ich habe auch erklärt, wie man das auch natürlich, ganz wichtig, ja, wenn du siehst, weil dieser Abdul Wahid wenigstens war ehrlich, ja? Der hat wirklich gesagt, das ist doch, was der islamische Staat macht, das ist halt authentisch, was im Koran steht. Das ist richtig. Nur Heuchler-Muslime würden sagen, dass das nicht so wäre. Nur die Leute, ja, die überhaupt nicht mit Islam auskennen, sagen, dass das nicht mit Islam konform ist. Das ist das Problem, was wir haben.
Ja, genau, da war ehrlich zumindest, ne? Aber ich habe auch aufmerksam gemacht auf die Flagge da, was sie da haben, die schwarze Flagge. Hast du jemals gefragt, was da drin steht, Amir, mein Lieber? Ja, da ist ja die Schahada und der Name Mohammed vorhanden. Rat mal, was da steht, mein Lieber. Da steht La Allah. ilaha illallah. Na, ja, warte mal. Nee, da steht Allah als erstes, die Reihenfolge, ja? Allah Rasul Muhammad und nicht Muhammad Rasulullah. Das heißt, steht Gott, also Allah ist der Prophet von Muhammad. Ah ja. Ja, mein Lieber, genau. Die haben die Reihenfolge einfach bewusst verändert. Wahnsinn. Ja. Das heißt, Allah ist der Prophet von Mohammed, ne? Ja, ganz genau. Mein Lieber, ich kann dir nochmal schicken oder zeigen, es ist genauso. Erstmal kommt Allah, dann Rasul Muhammad und nicht umgekehrt. Und sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, das heißt, Gott betet Muhammad an. Sallallahu alaihi, auf Arabisch heißt, er betet Auf ihn an, ihn, er betet, auf ja. ihn, auf ihn, ja. Auf ihn, alaihi, auf ihn. Alayhi, ja, alayhi. Ja, jeder kann von euch selber das Wort Yusalluna, kann er kopieren und einfügen. Alle werden dasselbe übersetzen. Beten. Yusalluna, beten. Beten, genau. Und weißt du, was Google hier macht? Der übersetzt das falsch, der sagt, segnen den Propheten. Ich weiß, weil die das so eingestellt haben. Weil vorher stand da beten und dann haben die das verändert und jetzt steht da nur noch segnen, heftig, ne? Weil die Muslime sich bestimmt aufgeregt haben darüber, haben die das bestimmt da angeprangert, ne? Richtig. Sowas von traurig, dass die alle in die Irre führen. Das heißt, die können nicht die wahre Bedeutung dieser Vers oder diese Sura. Falsch übersetzt. Abdul Wahid kommt jetzt nochmal. Abdul Wahid, hast du gelernt, was Mariam dir gezeigt hat? Die ist Araberin. Ja, sie hat gelogen. Armin, nimm mich mal an. Was? Schick ihm mal Freundschaft, lass er Kontakt haben. Lass doch Das ist Kontakt haben. Sollen wir Döner essen gehen oder was? Und die hat auch das falsch gesagt, das liest man nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Als Doch, Araberin müsste das warum ist das von oben bis nach unten? Warum habt ihr die Reihenfolge einfach nicht Muhammad Rasulullah? Warum habt ihr Allah Rasul Muhammad? Man liest doch Warum ist die nach Reihenfolge oben. falsch? Warum habt ihr Allah oben gemacht? Ich habe dir Jeder, gerade der einfach geantwortet. dumm ist, kann er das einfach so lesen. Hey, Warum? Araberin. Du Araberin, ich habe dir das gerade geantwortet. Man liest das von unten nach oben, du Schlaukopf. Nein, aber das ist doch, guck mal. Ja, Was? also Nein, das natürlich heißt, liest man das, wenn du jeder, von der kein Arabisch kann, kann das auch genauso Araberin lesen. bist. Man Allah liest das von Rasul unten nach Muhammad. oben. Man steht von Was? unten, und das untere Wort stellt man immer nach rechts. Immer weiter nach oben. Man liest das von unten nach oben. Aber Ja, du willst sehr mir hoch, sehr sagen, dass hoch. ich Arabisch Der kann verarscht und mein Leben lang damit befasst habe. Also kannst du den Ami Arabisch? nicht, ja? Nein, du Hast du verarscht was? den Wenn du Ami die hier Schule, jetzt arabische nicht. Schule, kannst du Arabisch reden? Nein, du verarschst den Ami jetzt nicht, ja? Reicht. Ami, Mein nimm Lieber, mich du aus. bist doch Genau. Türke, die hat doch recht. Die hat doch recht, du bist doch Aha. Türke, du kannst doch kein Also du Arabisch bist reden. Türke. Kannst du Ist egal, aber Arabisch? man liest das von unten nach oben. Du kannst das jeden Araber Warum fragen, wenn habt ihr du das nicht von gerne unten bis liest. nach oben? Das geht aber nicht. Unten Alle, nach die oben, Arabisch das liest können, du. islamischen Länder, Man liest von unten nach oben. Also das weiß jedes Kind. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Und wenn du ein Problem damit hast, ist deine Sache. Kann ich nichts dafür. Okay, warum sallallahu alaihi wasallam? Warum Ja, dann lass Muhammad den. sallallahu alaihi wasallam? Warum betet Allah alaihi? Mariam, dann lass ihn doch mal einen arabischen Satz von unten nach oben lesen. Mal gucken, wie viel Sinn das dann ergibt. Okay, alles klar. Mohammed Resulallah heißt das. Ja, Mohammed Resulallah. Ende. Was macht das für einen Sinn, Mohammed. wirklich? Also du willst hier die Leute verarschen, das kann ich sagen jetzt. Du willst die Leute hier verarschen. Mit deinem null arabischer Ahnung. Kannst du Arabisch? Dann sag's mir, wie geht das? Lass mal wieder reden. Oder ich komme später wieder rein. Dann komm später wieder rein. Du Armin, was geht, du Ex-Muslim? Abdul Wahid, komm zum wahrhaftigen Glauben, zum Herrn Jesus Christus. Verlasse diese dämonische Sekte, Mann. Martin Mutti Mensch. aber fertig dort bei euch in Europa. Bitte? Nur Dschihad in Europa? Mach die Murgia fertig, die Murgia.
In Ach, die Europa. Murcia, ja, hier die ganzen Kuffar und die ganzen Dings, Mushrikin und hier die Munafiri, ne? Ja, wenn ich du wäre, Armee, ich würde meine Tasche packen und in den christlichen Länder gehen und gegen die Mujahideen kämpfen. Deine Geschwister werden da getötet. Nein, wir haben unsere Feinde zu lieben, das hat der Jesus Christus uns ja gesagt. Ja, Wir haben mit dieser Welt nichts zu tun, wir beten für die. Yes, geht's dir gut, ne? Ich hole dich später wieder rein, bis gleich dort. Ja, die wollen alle mit Dr. Sheikh Abu Amir hier auf Liebe machen, ne? Die wollen mir Liebe zeigen, Mariam. Ja, das ist heftig. Die Hardcore-Muslime, die wahren Muslime, die wissen ja, wovon ich rede. Die sagen, Amir, der ist zwar ein Ungläubiger in unseren Augen, aber er ist vertraut mit der islamischen Lehre. Der lügt die Leute nicht an. Richtig, Er sagt genau. die Wahrheit, so wie sie ist. Er zitiert Ja. unsere Gelehrten, er berücksichtigt die Tafsire, er berücksichtigt die Geschichte Mohammeds, er sieht alles im Kontext und die Leute haben keine Lust auf den Islam. Ja, das ist das. Ah, guck mal, da hat seine eigenen Leute gesagt, die Muslime, die keine richtigen Muslime, die müssen auch geschlachtet werden, TikTok-sportlich. Er hat gesagt, die sind keine wahren Muslime eigentlich. Und am liebsten will er auch seine Familie, Punkt, 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 auch, ja? Schlachten. TikTok-sportlich. Er hat gesagt selbst, dass sie sind Kuffar. Was sagt ihr, ihr Muslime? Der hat euch Kuffar genannt. Ja? Ihr europäischer Muslime. Ihr seid auch alle Kuffar. Oder ist er auch Käfer? Ja, gegenseitig bekämpft euch. Gegenseitig Takfir. Der ist Käfer und der andere ist Käfer. Ah, okay, was ist nun jetzt? Wer ist jetzt der Richtige im Glaube? Wer ist jetzt, der hat der die wahre Religion jetzt? Wer von euch? Diese Doppelmoral, ja? Ja, der will später kommen, klar, weil mit mir kann er nicht reden, weil ich Arabisch kann. Wenn er irgendwas sagt, dann stopfe ich einfach sein Maul. Wie sagt man das? Wenn er irgendwas sagt, irgendwas, ja, Faules, dann kann ich das gleich belegen auf Arabisch. Aber nee, ich komme später. Klar, weil Taqiyya ist im Islam ist auch erlaubt. Man kann ja auch lügen. Der hat mich als Lügnerin bezeichnet, obwohl ich da hier alles gelesen, ja, eins zu eins die Wahrheit gesagt, die Sure mit dem Tafsir, mit Google-Übersetzung, alles. Trotzdem, ich bin eine Lügnerin. Ich weiß nicht, was man machen kann noch. Jemand, der Arabisch kann, trotzdem, er lügt. Was macht man denn mit euch dann? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ne, die Leute, die vertraut sind mit der islamischen Lehre, die ganz genau wissen, wovon ich hier rede. Ne? Wenn ich auf einmal Tafsir ibn Kathir zitiere mit dir zusammen, Mariam, damit die Leute den islamischen Staat verstehen. Du siehst zum Beispiel, als sie diese Gräueltaten begangen haben, Mariam, ne? Du kannst ja perfekt Arabisch und du verstehst ja auch und du kannst das ja lesen. Bei jedem ihrer Videos, als sie dann Nackentherapie verpasst haben, haben sie auch die ganze Zeit Mohammed und seine Biografie zitiert und die Aussagen der Gelehrten. Wahnsinn, ne? Ja, stimmt, Da, ganz genau. damit die Muslime, Die weißt du, haben warum die damit das gemacht geplant. haben? Weißt du, warum die Muslime des islamischen Staates das gemacht haben? Damit die anderen Muslime schön gedemütigt werden und denen gesagt wird, ihr habt mit dem Islam nichts zu tun. Wenn ihr das also Richtig. nicht gut findet, was wir hier machen, so habt ihr mit dem Islam im Kern nichts zu tun. Heftig, ne? Ganz genau, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ganz genau. Die sind die wahren Muslime. Die Ja. sind die wahren Muslime. Die sind die wahren Muslime, Amen. Ja, richtig.
Ja, möge der Jesus Christus auch jeden Einzelnen, der noch nicht zum Glauben gefunden hat, auch von den Muslimen des Islamischen Staates zum Glauben. Amen. Amen. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch. Schau mal, ich lese zurzeit die Bibel. Und ich wollte fragen, ob du mir Matthäus 10, 34 erklären kannst. Da heißt es? Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin sondern das Schwert. Wie bitte? Ja. Sondern das Schwert? Ja, genau. Ich bin nicht gekommen. Weiter. Was meint der Jesus mit dem Schwert? Das weiß ich nicht. Ja, lies doch weiter, du darfst ja nicht aufhören, du kannst ja nicht einfach einen Satz lesen, ohne den Kontext zu beachten. Was meint ihr mit dem Schwert? Okay, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, wieder seinen Vater. Kleinen Moment. Und die Tochter, wieder ihre Mutter. Und die Schwiegertochter, wieder ihre Schwiegermutter. Ja, du siehst also, dass das Schwert, was der Jesus Christus meint, ist kein physisches Schwert, sondern ein geistliches Schwert. Weil der Jesus Christus gekommen ist, damit die Leute sich entscheiden. Und zwar in jeder Familie, in jeder Religion, jeder Glaubensgemeinschaft. Weil du weißt, was es heißt, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Und das auch in der muslimischen Community, in der jüdischen Community und in allgemein in allen Religionen. Sobald du dich für Jesus entscheidest, so entsteht das Schwert der Trennung. Dein Vater wird sich von dir trennen, deine Mutter wird sich von dir trennen, deine Kinder wollen nichts mit dir zu tun haben. So sieht's aus, mein Lieber. Damit, das meint der Herr Jesus Christus. Das Schwert der Entzweiung. Okay, ja, das ergibt Sinn, was du sagst. Nur ich verstehe nicht, warum er dann sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden. Weil Jesus' Botschaft ist ja Frieden, ne? So wie ich das verstanden habe. Ja, das liegt daran, mein Lieber, das liegt daran, dass eben Menschen gibt, die sagen, wenn ich zu Jesus Christus komme, verliere ich den Frieden innerhalb meiner Familie. Aber ich will Frieden bewahren innerhalb meiner Familie. Ja. Ich will nicht auf einmal, dass die ganze Familie zerrüttet wird. Also bleibe ich lieber weg von Jesus und habe lieber Frieden mit meiner Familie. Und so einen falschen Frieden wird dich deine Ewigkeit kosten. Okay, ja, das ergibt Sinn. Es ist halt, wenn man es liest, kommt es anders rüber, als wenn man es erklärt bekommt. Ne? Ja gut, immer mit Kontext lesen. Ne? Und vor allen Dingen, wenn der Herr Jesus zum Beispiel das Wort Schwert sagt, du musst schauen, woanders in der Bibel, wo noch das Wort Schwert vorkommt. Mhm. Dann weißt du, aha, das ist etwas Geistiges, also vor allem im Neuen Testament. Ja, da kommt das Wort Schwert vor, das ist das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert. Denn das ist das Wort Gottes. Okay. Das schneidet. Du siehst ja zum Beispiel, mein Lieber, dass man mit den Worten sehr viel erreichen kann. Und das aus deinen Worten ist dann wie ein zweischneidiges Schwert, das Mark und Bein durchtrennen kann. Verstehst du das? Ja, das ist richtig. Du kannst so einen ganzen Krieg entfachen. Das ist so heftig. Worte manchmal schlimmer als die Gewalt. Das ist Wahnsinn. Ja, mit Worten kann man viel anrichten, das stimmt. Ja, richtig. Denkst du, und das ist dann. Ja, okay, ja. Das war mal ein bisschen unklar. Jetzt habt ihr mir das erklärt. Und, lass dich niemals beirren, mein Lieber. Du bist auf dem richtigen Weg. Jesus Christus ist immer mit dir, mein alter Herr. Ja, wenn ich weiter, danke schön. Wenn ich weitere Fragen habe, wenn ich was nicht verstehe, dann kannst du immer gerne kommen. Noch mal melden. Kannst du jedes Mal, ja, gerne. Okay, danke schön. Ja. Gottes Segen. Danke euch auch. Doch. Ganz wichtig, ihr Lieben, ja, ihr dürft nicht die Bibel einfach so auslegen. Der Apostel Petrus sagt im 2. Petrusbrief, keine Auslegung der Bibel ist von eigener Hand, also von jemandem seine eigene Meinung, sondern die Propheten haben durch Heiligen Geist getrieben alles aufgeschrieben. Das heißt, wir sollen die Bibel mit der Bibel selbst auslegen. Die Schrift legt sich mit der Schrift selbst aus. Es gibt immer zu einem Vers einen Parallelvers, der den einen Vers erklärt. Ja, ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf einmal seine eigene Meinung hineinmischt.
Und vor allen Dingen, wenn man nicht so dieses tiefe Wissen hat vom Wort Gottes, dass man plötzlich die Schrift falsch auslegt. So nicht wie der Herr das wollte, sondern wie du gedacht hast, dass das richtig ist. Aber nicht nach Gottes Maßstab. Und das ist nicht gut, das ist Sünde. Deswegen also heißt es ja in Jakobus 3, dass man nicht vielseitig an viele Anzahl Lehrer werden sollte. Denn wer lehrt, wird auch strenger beurteilt werden. Weil wenn du hast eine Verantwortung, wenn du lehrst und was Falsches lehrst, dass du halt gezüchtigt werden kannst. Und zwar sehr hart. Ja, also, das ist damit gemeint, ja. Dazu benötigt es Erfahrung, viel Gebet, dass der Herr einem die Schrift öffnet. Du musst auch natürlich immer wieder die Bibel lesen, damit du weißt, aha, okay, 1. Thessalonicher 5, der Parallelvers ist, was weiß ich, 1. Samuel Kapitel 14. Da ist der Schlüssel für den Vers in 1. Thessalonicher, zum Beispiel, ja. Nicht einfach irgendwas lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 5 und sich dabei was denken und einfach rausposaunen. Dafür benötigt es eben viel Zeit, Bibel lesen, Bibelkenntnis. Deswegen gibt es nur wenige Menschen, die die Bibel ja auslegen sollten und die Bibel lehren sollten. Wenige Menschen ist es gegeben. Aber wenn ich zum Beispiel YouTube aufmache, dann sind alle am Lehren. Tausende Leute sind da am Lehren auf YouTube. Hier in Dingens auch, hier auf TikTok, auf Taktik. Jeder ist da am Lehren. Wenn du nicht berufen bist, die Bibel zu lehren, dann darfst du es nicht tun. Sonst wirst du ein strengeres Urteil bekommen. Ja, das dazu. Aber wo ist denn der jetzt der islamische Staat-Typ, Amir? Ist er noch da? Warum ist er gegangen? Amir. Ja, weil eben 99,9% der Lehrer, die lehren, falsch lehren. Also sind wir die einigen, also wir gehören zu den wenigen Menschen, die lehren dürfen, ja. Weil wir eben richtig lehren. Genau, so ist das damit gemeint mit Jakobus 3. Ja. Ja, schade, dass dieser Mann von Islamischem Staat auf einmal dann nicht mehr da ist. Aber man sieht eben, dass der Vater ihn zieht. Der ist nicht umsonst da, ne, im Chat gewesen gerade. Sondern der Vater zieht ihn, sodass der halt vom Amir oder jetzt von meiner Wenigkeit eben über das Wort Gottes erfährt und dass eben der Herr Jesus ihn retten kann, ne, wenn der Heilige Geist an ihn arbeitet. Daher auch müssen wir auch für ihn beten, ne? Der ist nicht umsonst gerade hier gewesen. Also da ist auf jeden Fall ein Zug vom Gott, unserem Vater. Aber ihr seht ja, ne, anhand, wie der Heilige Geist euch das immer wieder zeigt, anhand des Beispiels heute mit Hassan, ja, wie der Amir das Wort gesät hat in ihm, hat das Wort vorgespielt, Audio, Bibel, und das hat ihn dann gegriffen. Der Heilige Geist zeigt es euch, wie es ist, wenn man was tut, dass man auch erntet. Wer sät, wird auch ernten. Und so geht das. Wer weiß denn von all den Seelen, die zum Beispiel durch Amir gerettet worden sind und die er hier gar nicht kennt, sondern erst im Himmel, wenn wir da sind, wenn der Herr ihm das zeigt, wie viele Menschen durch ihn errettet worden sind. Das ist eine unglaubliche Ehre. Das soll für euch auch ein Beispiel sein, für uns alle, für euch, ich meine uns, für uns alle. Ein Beispiel sein, nicht faul zu sein, sondern das Wort Gottes zu sehen, arbeiten. Da seht ihr auch Ergebnisse. Wer sät, wird auch ernten. Ja. Ganz, ganz wichtig.
Ja, und ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, ihr dürft euch nicht auf diese politische Ebene herablassen, einlassen zwischen Israel, der ganze Kampf, Palästina, Israel. Ihr dürft euch da nicht hineinmischen. Gar nicht. Was Israel mit dem Herrn macht, das ist zwischen dem Herrn und Israel. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind das himmlische Volk Gottes und Israel ist das irdische Volk Gottes. Wir haben zwei verschiedene Verheißungen. Die Braut Christi, also wir haben eine himmlische Verheißung durch die Entrückung. Israel aber hat keine himmlische Verheißung. Israel hat die irdische Verheißung durch das tausendjährige Friedensreich. Ja, wir haben miteinander nichts zu tun. Wir dürfen uns nicht in diese Bünde hineinmischen. Israel hat den Herrn Jesus verworfen, also muss Israel durch die harte Schule gehen demnächst. Durch die Apokalypse, durchs Feuer. Wir werden aber vor dem Zorn Gottes errettet werden. 1. Thessalonicher Kapitel 3. Wir erwarten den Herrn Jesus vom Himmel, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Durch die Entrückung. Israel daher keine Diskussionen einlassen, ihr Lieben, mit den Muslimen und sagen, ja, Israel, wir sind für Israel. Ihr seid schuld. Nein, der Herr erlaubt das. Der Gott Israels, der Herr Jesus, erlaubt das, dass das mit Israel geschieht, weil er sie durch dieses Feuer schicken will, damit sie sich später bekehren. Anders bekehren sie sich nicht. Deswegen dürfen die durchs Feuer gehen. Und da dürfen wir uns nicht einmischen. Wenn der Herr was macht, darfst du nicht dazwischen gehen. Der hat das in seinem Wort gesagt, der Herr Jesus. Und dann musst du dich auch schön fein säuberlich raushalten. Wenn er sagt, ich werde dieses Volk durchs Feuer bringen, Sacharja 13, Vers 8, dann muss man das so stehen lassen und sagen, alles klar, Herr. Wir haben damit nichts zu tun. Wie gesagt, also Israel hat den Herrn Jesus verworfen und sie müssen noch durch die Hölle durch. Bis sie den Herrn Jesus annehmen später in der Apokalypse. Und wir sind für alle Menschen, sowohl für Palästinenser, als auch für die Juden, als auch für die Afghanen, als auch für Iraner, für Mexikaner. Wir wollen, dass alle Menschen errettet werden. Und wir machen da keine Ausnahme. Wir freuen uns für jeden Menschen, der zum Herrn Jesus kommt, ob ein Palästinenser oder ein Israelit. Das macht uns überhaupt keinen Unterschied. Und wir sind traurig über jeden Menschen, der dadurch jetzt ums Leben kommt. Aber wenn der Herr das so entschieden hat, dass das so kommt, weil er eben, der Herr Jesus, eben die Palästinenser und die Juden jetzt gerade hart züchtigt, dann ist das seine Sache, nicht unsere Sache. Wir dürfen nicht Gott spielen. Was Gott mit der Welt anstellt, das ist seine Sache. Er weiß, was er tut und wir halten uns raus. Wir versuchen aber, so viele Menschen wie möglich zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Von allem anderen halten wir raus. Wenn die Muslime sagen, ja, was haltet ihr von den Gräueltaten der Israelis? Damit haben wir nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung davon. Mit Politik und irdisches sich gegenseitig auslöschen, haben wir nichts zu tun. Wir wollen, dass alle Menschen erhalten bleiben und errettet werden. Nicht auf Diskussionen einlassen. Weil das ist eine irdische und wir sind eine himmlische. Wir sind eine himmlische Volk und wir haben mit diesem irdischen hier nichts mehr zu tun. Damit Israel auch errettet wird und auch den Heiligen Geist bekommt, nach Jeremia 31, 31 und das tausendjährige Friedensreich bekommen, müssen sie durchs Feuer. Und wir sind die neutralen Beobachter, wir wiedergeborenen Christen. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgertum ist im Himmel, nicht hier auf der Erde. Wir haben mit den irdischen Dingen hier nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist, beten, Menschen lieben, Gutes tun, das Evangelium verkündigen. Und Gottesdienst zu tun, Gott einen Dienst zu tun, in allen Wegen. Sonst nichts. Das ist unsere Aufgabe. Das ist auch die Grenze des Christentums. Nicht darüber hinausgehen. Evangelium verkünden, damit die Menschen errettet werden. Gutes tun, wenn uns Böses getan wird. Beten, den Herrn Jesus treu nachfolgen. Mehr nicht.
keine einlassen auf irdischen Diskussionen um Israel. Der Herr Jesus hat mit Israel was anderes vor, als was mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde vorhat. Und der Herr Jesus wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Aber es muss noch viel, viel Blut fließen. Leider ist der Mensch so. Leider ist der Mensch so. Der ist so dickköpfig und so stolz, hochmütig, dass nur Gott denjenigen brechen kann. Wir können das nicht. Und so wie der das prophezeit hat, der Herr Jesus, dass die Israelis ihr Land und ihr Volk, also ihr verheißenes tausendjähriges Friedensreich in Israel bekommen werden, dann gibt er ihnen das auch. Er hat das versprochen und die kriegen das auch. Da wird der Herr Jesus aus Jerusalem heraus herrschen, über die ganze Welt. Und dann werden die Juden in Sicherheit sein. Aber das ist, wenn er das macht, nicht ein Benjamin Netanyahu. Der kann gar nichts. Das sind Menschen, die geleitet sind von Dämonen und Satan. Die können gar nichts tun. Der Herr erlaubt diese Züchtigungen gerade. Über beide Seiten. Und wenn Gott sein eigenes Volk ins Feuer bringen will, wer sind wir, wer bist du, dass du sagst, oh, warum tut der Herr Israel so schwer schädigen durch Hamas? Nein, der Herr Jesus wird doch Schlimmeres noch seinem Volk antun. Nach Zacharia 13,8. Das ist doch gar nichts, was die Hamas jetzt gerade macht mit Israel. Das ist doch gar nichts, das ist nur die Vorbote. Das ist ein kleines Häppchen nur. Ein bisschen, nur so ein bisschen Tinte aufs Papier. Das ganze Papier wird aber blau, bis auf eine ganz kleine Ecke am Rand des Papiers. In der Apokalypse. Der Herr erlaubt das. Sein eigenes Volk, ja, sein eigenes Volk, was er liebt, wird er blutig zerschlagen demnächst. Und niemand kann dazwischen gehen. Und wenn du dazwischen gehst, wirst du damit drauf gehen. Wenn du in seine Zorneslinie gehst, wo der zu dir gesagt hat, geh weg von meiner Zorneslinie. Ich habe dir andere Aufgaben gegeben. Geh nicht hier in meine Zorneslinie rein. Dann musst du darauf hören. Der kleine Bruder ist hier. Der kleine Bruder ist da. Begrüß dich. Amir, ich habe eine Frage. Hast du Angst vor mir? Ich habe unterschrieben. Hallo, mein kleiner Bruder. Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Handeli Jesus, wie geht's dir? Auch gut. Handeli Jesus. Handeli Jesus, sehr gut. Ja, ich habe meinem Bruder von dir erzählt, dass ich sehr, sehr begeistert bin von dir. Der soll dich hier kennenlernen. Das ist der kleine Bruder. Schau dir nur an, wie er redet. Hallo. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Wandelst du mit dem Herrn Jesus? Bist du beim Herrn Jesus? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 13. Und wie lange bist du schon im Glauben an den Herrn? Mein ganzes Leben lang. Also ich bin in eine christliche Familie hineingeboren, aber so richtig christlich bin ich halt, seitdem ich das erste Mal in der Kirche bin. Weil ich habe einfach diesen Zusammenhalt gespürt, bis einfach von da an der Heilige Geist geht. Ah, okay. Hast du auch deine Sünden dem Herrn Jesus bekannt? Ja, gut. Hast du sie bereut? Auf jeden Fall. Nenn mir mal als Beispiel bitte ein paar Sünden, die man bereuen muss, zum Beispiel, wenn man zum Herrn Jesus kommt. Zum Beispiel, sag mir ein paar Beispiele. Lügen. Oder wenn man zum Beispiel jemanden geschlagen hat oder so. Oder manchmal ist es zwar Selbstverteidigung, aber manchmal, wenn man einfach sauer ist oder irgendwelche Sachen sagt, die man eigentlich nicht sagen will, und man einfach aus Emotionen falsch handelt. Sehr gut. Sehr gut. Also du kannst sagen, du bist von Neuem geboren, ja? So wie der Herr Jesus das verlangt nach Johannes 3, ja? Ja.
Wunderbar. Ist der Herr Jesus auch Gott für dich? Ja, Dreieinigkeit. Das erkläre ich oft in der Schule. Er ist gut erklärt. Sehr gut, sehr gut. Ja, der wunderbar, ich freue mich. Gehirn, der hat ein größeres Gehirn als die ganzen unterschiedlichen Dinge. Ja. Das kann auch einem... Ich komme mit meinem iPad rein, weil auf dem Handy ist die Qualität nicht so gut. Okay, mein Kleiner, kein Problem. Okay. Dr. Zell, aber mir, unser Bruder ab letzter Reise hier. Warte, keinen Tag. Was? Bis gleich. Okay, ja. Bis gleich. Ja, genau. Auch ein Kind kann zum Herrn Jesus Christus kommen, egal wie alt er ist. Natürlich. Und errettet werden, ja. Ganz, aber hast du gesehen, toll. Wie er redet? Dann hast du gesehen, wie die Muslime reden, der sagt. Ja. Ja, das ist leider so, ne? Ja. Da kannst du nichts tun, leider. Das ist halt leider so. Den Muslimen fehlt eben der Heilige Geist, ne? Der Heilige Geist ist ja, hallo, Gott, der eben in uns die Kraft gibt, eben nicht zu sündigen, nicht solche schlimmen Wörter zu sagen. Ja. Ne? Und diese Kraft fehlt halt den Muslimen. Das heißt, sie haben keine Kraft, gegen die Sünde sich zu wehren. Gegen die Sünde zu widerstehen, der Sünde zu widerstehen. Da brauchst du Kraft. Also ich habe heute in der Schule einen Vorfall gehabt, weil also wir haben die Schularbeiten zurückbekommen und ja, ich hatte einen Zweier und mein Freund hatte einen Vierer und in der Klasse wurde er dann noch von einem Mädchen mit dem Handy, also halt verpetzt, dass er ein Handy hat. Und dann ist er richtig ausgerastet und ich meinte dann halt, also ich habe versucht ihn zu beruhigen und dann meinte ich auch, der Heilige Geist ist bei dir. Und dann meinte sie so, was, wer ist das und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe dir das schon mal erklärt. Dann habe ich ihm das nochmal erklärt. Und dann meinte er so, okay, ich glaube nicht dran. Und dann meinte ich halt danach, so bald wirst du es aber. Und ich hoffe, weil ich habe auch schon für ihn gebetet, aber ich hoffe, dass es wirklich passiert. Ich bin mir total sicher, dass es passiert, aber so zu 10% irgendwie nicht. Aber... Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es passieren wird. Was sagen denn deine Mitschüler dazu, dass du das Evangelium verkündest? Manche denken, ich rede Blödsinn, aber... Solange ich Gott diene, ist kein Problem für mich. Also, hast du denn einen Lieblingsperson in der Bibel, außer jetzt der Herr Jesus? Ich würde sagen Markus. Nee, nicht Markus, Matthäus. Okay. Weil in der Kirche haben wir mal The Chosen geschaut und er war total sympathisch und so. Und ich habe auch ein paar Verse von ihm gesehen. Also manche wurden uns dann erklärt im Religionsunterricht. Und ja, ich fand ihn sehr sympathisch. Also die Person Matthäus oder das Matthäus-Evangelium? Also die Person Matthäus. Also der Zöllner, der zum Herrn Jesus gefunden hat. Und das Matthäus. Ja, okay. Sehr und schön. Das fand ich so schön, dass man einfach gesehen hat, dass der Heilige Geist wirkt und dass er halt so vom Steuereintreiber zu Jesus ging und geworden. Sehr schön. Das ist unglaublich. So einem Alter, die ganzen Leute können sich eine Scheibe abschneiden, das war. Ja, Amen. Amen. Möge der Herr Jesus dich behüten, beschützen auf all deine Wegen, dass du auch noch stärker wirst und noch mehr zunimmst. Amen. Im Glauben, in der Stärke, in der Liebe. Und dass du ein würdiger Nachfolger des Herrn bist. Würdiger Nachfolger des Herrn. Du bist auf jeden Fall hier bei Amir, Dr. Amir, und dann wird uns auch durch Amir viel Kraft geschenkt, dir auch. Ja, da bist du
in guten Händen, wenn du Amirs Content immer beobachtest. Das tue ich auch. Ich habe ja sehr viel gelernt durch die ganze Sache. Ja. Sehr gut. Was sagen denn die muslimischen Mitschüler? Machen die dir Probleme? Ja, manche schon, aber jetzt nicht mehr. Die haben es alles schon vergessen. Weil, auf der Projektwoche, also Klassenfahrt, da waren wir in Amstetten und da war ich mit zwei Muslimen und einem Atheisten oder Ex-Muslim drin, aber ist jetzt Atheist. Und ja, wie beide am Schlafen waren, habe ich dann halt mit einem der beiden Muslime geredet und ich habe ihn halt gezeigt, wie hasserfüllt sein Glaube ist, dass sein Bruder ist zum Christentum konvertiert, wird geschlagen von seiner Familie, hatte eine Schlägerei mit seinem Onkel, und dann habe ich ihn halt etwas reflektieren lassen und ich habe versucht, ihm ein bisschen die Augen zu öffnen. Und ungefähr eine halbe Stunde danach hat er dann richtig angefangen zu weinen und so. Und dann hat er mir erzählt, er ist dann ins Badezimmer gegangen nebenan und er hat dann geweint, wie er dann fertig geweint hat. Und gerade rausgehen wollte, hat er wieder geweint, ohne das Gefühl zu haben zu weinen. Weil er hat einfach wie ein Wasserfall losgeweint. Und dann habe ich ihn halt erklärt, dass das der Heilige Geist ist. Und währenddessen hatte ich so eine Gänsehaut, das ist nicht mal normal. Einen Tag danach hat das halt weiter erzählt. Und dann, da waren wir am Städten Bahnhof. Und dann, wie es weiter erzählt hat, dann habe ich ihm noch mehr vom Evangelium erklärt und so, damit er es versteht. Weil für viele Muslime ist das halt nicht einfach zu verstehen. Das Evangelium, die Dreieinigkeit und so. Und währenddessen höre ich von hinten Schimpfwörter. Das möchte ich jetzt nicht auf TikTok sagen, weil sonst wird Armin vielleicht gesperrt, aber die meinten so schlimme Sachen zu mir auf jeden Fall. Und ja, nach einer Zeit haben die es dann wieder vergessen. Wahnsinn. Wie alt bist du nochmal, mein kleiner Bruder? 13. 13, Reza. 13, guck mal, wie er redet. Jetzt vergleich mal das mit den muslimischen Kindern. Ja, wir wünschen uns, dass auch die muslimischen Kinder zum Herrn Jesus kommen, ne, den Heiligen Geist empfangen und dann auch genauso schön reden. Ne? Und ein Beispiel nehmen wir an unserem Bruder, an unserem kleinen Bruder. Wie bitte? Die Muslime sollen sich ein Beispiel an dir nehmen. Guck mal, wie du redest mit 13 und guck mal, wie die Muslime reden mit im erwachsenen Alter. Ja. Traurig. Aber wahr. Aber. Gott, danke, euch auch. Danke. Ja, das Problem ist halt, dieser Junge hat halt vergessen, sich vom Religionsunterricht abzumelden. Also er geht jetzt in islamische Religion. Und ja, ich probiere halt gerade, ihn zu überzeugen vom Christentum. Weil es ist nicht so, du musst, sondern finde erstmal den Heiligen Geist, bevor du agierst. Und das möchte ich ihm halt ein bisschen verklickern, bevor er zum Christentum kommt. Weil es gibt ja Christen, die kommen zum Christentum, wissen nicht mal, dass Jesus Gott ist. Der ist gut, der Kleine, ehrlich. Der ist wirklich gut. Muss man ihm schon lassen. Ja, ich wollte nur sagen, eine kleine Korrektur, mein lieber kleiner Bruder. Du musst dich von ein paar Wörter in deinem Sprachjargon entfernen. Und zwar, nämlich wenn du sagst, die sollen zum Christentum kommen. Nein, die sollen zum Herrn Jesus kommen und wiedergeboren werden. Nicht zum Christentum konvertieren. Wir haben keine Religion wie Islam. Stimmt. Man konvertiert zum Islam. Zum Herrn Jesus zu kommen, nicht konvertieren zum Christentum. Das musst du aus deinem Sprachgebrauch raustun, damit du nicht missverstanden wirst. Ja, danke für den Hinweis. Ja, gerne. Ja, sehr schön. Das freut mich sehr für dich. Eine Frage. Ja. Also er meinte halt zu mir, ich habe ihn auch ein bisschen mit den Schiiten, Sunniten
erklärt, dass sie halt, sich bekriegen, und er hat auch selber gesagt, weil in den Sommerferien war er in Irak und er meinte halt, dass vor seiner Haustür, also nicht direkt, sondern etwas weiter weg, aber in der Nähe von seinem Haus herumgeschossen wurde, weil manche waren Schiiten, manche Sunniten. Und dann, soweit ich gehört habe, habe ich mir gemerkt, dass halt beide denken, dass sie Nachfolger Mohammed sind. Und ja, deshalb bekriegen sie sich, weil dem einen meinten, wir sind's, und die Schiiten meinen halt, dass wir die Nachfolger Mohammed sind. Und ja, deshalb bekriegen sie sich, soweit ich gehört habe. Und dann meint er halt, dass irgendwelche Menschen erfunden haben, um den Islam auseinanderzuhalten. Und das, was er gesagt hat. Ja. Also es ist nicht so von damals, so bei der Nachfolge, sondern irgendwelche Menschen haben. Ja, das liegt leider im Islam selber begründet, diese Gewalt. Weil eben der Islam in seinem Kern sagt, dass alles, was dem Islam widerspricht, eben bekämpft werden muss. Und wenn jetzt eine Seite, zum Beispiel die Schiiten, denken, dass sie die wahren Muslime sind, dann dürfen die halt dementsprechend Gewalt anwenden an die anderen Muslime, die nicht nach ihrer Lehre gehen. Und auf der anderen Seite genauso, weil das eben eine Gewalt Ideologie ist. Deswegen gibt es so viel Gewalt da. Also ich habe auch gehört, in Sure 9, Vers 5, dass ja. Mit Schutzmonaten die Schreckler, ja. Dass die halt Ungläubigen töten sollen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, jetzt. Okay. Wo waren wir stehen? Ja, ich hab sie halt so gefragt, so, was heißt das jetzt und so, da meinten sie, keine Ahnung, also das war eine rhetorische Frage von mir. Dann meinte ich halt, ihr sollt halt alle töten, die nicht zum Islam gehören, also die dem Islam widersprechen. Und da meinte er, nein, stimmt doch nicht. Und da meinte ich halt, das steht doch in eurem eigenen Buch. Wieso widersprichst du jetzt? Und dann meinte ich halt, wird sowas nicht als Käfer betitelt, oder? Und da meinte er so, und er so, ja, also mein Sheikh hat dies gesagt, also mein Hodja hat gesagt, dann hat er richtig begonnen zu stottern. Und im Endeffekt habe ich nur verstanden, nein, stimmt nicht. Er meinte halt, nur wenn ein Christ dich schlägt. Und dann meinte ich halt, was hat das mit Christentum zu tun? Mit dem Glauben Christen zu tun. Weißt du, was hat das mit Christen zu tun? Und dann meinte er halt, ja, wenn... dann, ja. Und dann meinte ich halt, wenn wir in der Schule zurück sind, dann würdest du halt, wie soll ich das jetzt sagen, damit du nicht gesperrt wirst? Hast du den Mut? Nackentherapie und sowas, Nackentherapie und so. Ja, also hast du halt die Mut, mich zu halt tö. Ja, Nackentherapie. Ja, Nackentherapie. Und dann meinte er so, nein, nein, ich doch nicht, ich bin ein normaler Mensch. Und so. Aber dann meinte ich halt so, das heißt, du betitelst dich selber als Käfer? Das ist schon komisch, das ist wirklich komisch. Und dann haben wir das Gespräch beendet. Weil, weißt du, manchmal wird's einfach zu viel für die. Dann geraten sie nur noch ins Stottern und dann lasse ich lieber das Thema, bevor ich komm bald bei dir lernen, mein Kleiner. mein Bruder Abu Hetzerei und ich kommen bald bei dir Unterricht nehmen. vielleicht geh, wenn ich 1000 Follower habe, gehe ich dann irgendwann mal live. Ja.
Dann nimmst du ja ganz TikTok auseinander, ehrlich. Ja. Wenn du die ganzen Videos von mir geguckt hast, und du hast die alle geguckt, glaube ich, ne? Dann ja. Bist du ein bisschen schon bereit, fast gegen jeden Muslim, den die Stirn zu bieten, glaub mir. Ich schaff's sogar schon gegen Erwachsene, weil ich hab einmal probiert gegen den Gelehrten, also halt, ja, ich glaube in der Schule, die Religionslehrer sind auch Hodjas, oder? Ja, das sind Religionslehrer, die vom Staat aufgestellt werden, die eine Lehre vertreten, die weit entfernt ist von der wahren islamischen Lehre, Doktrin, ne? Stimmt. Aber allein in der Schule, wenn man so in den Religionsunterricht von den Christen geht, da lernt man auch nicht viel. Weil ich war selber bis zur zweiten Volksschule und ich habe schon relativ früh gecheckt, dass man da eigentlich nichts lernt. Alles, was wir dort gelernt haben, wir haben nicht mal gelernt, dass Jesus Gott ist. Und dann alles, was sie gelernt haben, wusste ich schon von in der Kirche. Deshalb hatte ich immer einen Einser, also. Ja, ich bin sehr begeistert von dir, dass du so reflektierst, auch denkst und dir Gedanken machst, warum die wahre Lehre zum Beispiel nicht in den Schulen gelehrt wird oder von Religionslehrern, dass du überhaupt darüber so nachdenkst. Das fasziniert mich immer und immer wieder, ne? Wie der Herr dich auch führt, ne? Das ist unfassbar. Das Ding ist halt, die Lehrer würden selber wissen, dass die Schüler alle direkt den Islam verlassen werden, also sprechen sie das Thema nicht an. Und dann komme halt ich, der solche Themen anspricht, dann fragen sie ihn und dann erzählt er ihnen sowas. Ja, also damals. Warte, ich komme gleich, mach das Fenster zu. So, also wo man bestimmt, ja, dann erklärt ihn halt so, ja, damals, also das so dies und das. So. Nein, das stimmt nicht, er lügt und so. Und das Ding ist halt, letztens, also auf der Projektwoche hat das Thema begonnen, Ottoman Empire oder so, von Abbasid Kalifat, hat mein Freund angesprochen, weil er ist Iraker und versucht halt immer so sein Land in der Klasse zu pushen, so, ja, wir haben Astronomie erfunden und dies, das und so, und wir so, wen juckt? Nicht mal unser Geschichtelehrer kennt diesen Abbasid Kalifat. Nein, du bist so heftig, ehrlich, ey. Ich bin ein Riesenfan von dir, ehrlich. Du bist der wahre Dr. Sheikh, ey. Alle müssen von dir lernen. Und dann hat er uns mal auf der Karte gezeigt, wo das Ottoman Empire war und so. Und dann meinte er halt, also mein anderer Freund, der auch mit uns im Zimmer war, er ist auch Muslim, und er meinte halt, das Abbasid-Kalifat viele Länder, also das habe ich auch in einem Video von dir gesehen, weil wie ich das gehört habe, hat es direkt Chuck gemacht. Und dann habe ich halt direkt an dein Video erinnert. Und dann meinte er halt so, er hat die Länder, viele Länder islamisiert und so. Und dann habe ich gesagt, so, er hat auch viele Länder im Norden Afrikas islamisiert und das mit Gewalt und auch die Türkei. Und dann meinte ich halt, würde es Abbasid Kalifat nicht geben, wäre mein türkischer Freund wahrscheinlich noch Christ. Weil damals war ja Türkei ein christliches Land und dann wurden sie halt zwangsislamisiert. Und du musst halt wissen, dann habe ich ihm halt gesagt, wieso bist du jetzt Muslim, weil deine Vorfahren haben ja darum gekämpft, dass sie halt eben nicht Muslim wird, also halt das Land nicht islamisch wird. Wie kann das sein, dass ein 13-jähriger Junge wie du mehr an Verstand besitzt als diese ganze Muslime zusammen? Das ist für mich ein Rätsel. Danke. Wo war ich denn? Ja. Und dann meinte er so, ja und, ich bin jetzt Muslim, fertig, aus. Aber dann meinte ich halt so, denk doch mal tiefgründiger nach. Deine Vorfahren wollten nicht, dass dein Land islamisiert wird und jetzt kommst du von irgendeiner Ecke und sagst, Alhamdulillah, Muslim, ich liebe euch, Assalamu alaikum, Rahmatullahi wabarakatuh. Ja, das hört sich sehr nach Dr. Sheikh Abu Amir, hast du gut gelernt, ne? Ja, ich
glaube, das hast du gestern auch gesagt, oder? Du bist einer meiner besten Schüler, mein Kleiner. Sehr gut. Du wärst doch ein ganz großer. Und auf einmal sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Danke, dass ihr meine Vorfahren auseinandergenommen habt. TikTok sportlich. Ja, aber es stimmt ja auch. Weil danach meinte ich halt so, wie kannst du dich als Muslim identifizieren, wenn deine Vorfahren nicht wollten, dass du Muslim wirst? Da meinte ich so, keine Ahnung. Und das Ding ist halt, er denkt ja nicht mal richtig nach. Oh ja, Baby, keine Ahnung, ja. Und dann haben wir halt das Gespräch beendet, weil ich weiß eh, im Endeffekt wird es eh nicht zu nichts führen, weil er denkt ja sowieso nicht tiefgründiger nach, und dann habe ich es einfach gelassen und habe meine Kraft aufgespart für was anderes. Ja, super. Ja. Also, ja, es ist krass. Und ich merke auch, wie hasserfüllt sie sind. Weil zum Beispiel, ich war am Klo in der Schule und dann kommen so zwei Jungs rein, so, ey, weißt du, gestern Al-Kafaji hat mich gefetzt, weißt du, er hat mir, und dann bin ich so rausgegangen am Händewaschen, hab ihn so gefragt, so, wieso hat er dich gefetzt und so, und dann hat er hat so gemeint, so, ja, irgendwas Mutter beleidigt und so, und dann meinte ich so, nur weil er deine Mutter beleidigt hat, ehrlich? Ich meine, das ist schon irgendwie peinlich, nur wenn man die Mutter beleidigt. Ich meine, das ist natürlich nicht schön, wenn man eine andere Mutter beleidigt, aber man kann es auch anders klären, weißt du? Wahnsinn. Weil anstatt direkt hinzuschlagen, weil ich meine, man kann eine Anzeige bekommen. Deshalb nennen die mich auch Anmann, obwohl ich eigentlich keiner bin. Aber trotzdem so. Allein auch ohne Anzeige würde ich es auch anders nennen. Das ist ein halber, der hat mehr Intelligenz als die gesamten Ausländer da. Gottes Segen, Amir, danke, dass du mich hochgeholt hast. Kleiner Junge, bitte, ja, ich will dir was sagen. Riesenrespekt, in deinem Alter habe ich noch WoW gespielt und der Junge, der hat's einfach drauf. Schick mir mal privat bitte eine Postfachadresse. Nicht deine private, sondern eine Postfachadresse. Und ich sponsor dich. Islamische Bücher, Geschichtsbücher, egal was du brauchst. Ich schick dir auch von Christian Prinz ein paar Bücher, die kannst du dir durchlesen. Du brauchst einen Sponsor. Also warte, eine andere oder meine? Nein, nicht deine private. Es gibt ja Postfachadressen, zum Beispiel von DHL. Ich kann das in eine Filiale schicken, du kannst es abholen. Ich bin nicht deine private. Ach so. Ja, da muss ich meine Mutter fragen. Aber ich kann sie folgen. Folg mir irgendeine Adresse. Ich schicke dir gute Bücher, ich schicke dir christliche Bücher, ich schicke dir alles. Okay, passt. Ja, dann danke. Kannst du es lernen. Siehst du, Amir, ich hab dir gestern gesagt, der Stein ist ins Rollen geraten, ne? Der hört nicht mehr auf. Meine gesamte Arbeit auf YouTube hat sich alles gelohnt. Ne? Ich habe so viele Menschen erreicht, das ist unglaublich. Ja, wenn wir so kleine, ich wollte schon Soldat sagen, aber das wäre falsch, wenn wir so kleine Kämpfer für das Christentum haben, das ist ja schon der Wahnsinn. Okay, Leute, danke, dass ihr mir hoch. Kleiner, bitte folgt mir. Schick mir irgendeine Postfachadresse, ich schick dir so viele Bücher, ich bestell dir schöne Sachen von Christentum. Du kannst sie lesen, du kannst das Christentum predigen. Ich schick dir Bücher, wo du mit Muslimen debattieren kannst. Ich sponsor dich, ja, in der Eine Frage, wenn ich jetzt auf dich draufklicke, dann kann ich dich nur donaten, aber wie kann ich dich adden? Nein, ich folge dir schon. Du kannst mir auch folgen, einfach auf Abonnieren gehen, das geht. Ja, wir haben auch eine Telegram-Gruppe, wo wir uns austauschen über das Christentum, verschiedene Themen. Kannst du auch gerne reinkommen. Danke. Aber okay. Ich leide nicht dafür mit irgendwas, ne? Nein, Armin, nein. Also okay. Klare, saubere Lehre, ich weiß schon. Alles gut. Okay. Danke, alles Gottes klar. Segen, danke schön. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal ein paar Sachen erledigen. Ich komme dann gleich nochmal live, ja? Machen wir das so? Passt. Okay. Um wie viel Uhr kommst du wieder? Wann willst du mich denn wiedersehen, kleiner Mann? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin bis 19 Uhr bin ich nicht zu Hause, weil ich bin mit einem Freund in Game City. Das ist so eine Veranstaltung, da kann man zocken und so. Also ich glaube, so
um 8 Uhr vielleicht. Okay, ich richte mich nach dir, kleiner Mann, kein Problem. Nein, nein, mach so, wie es dir passt. Also ich kann. Danke, wie nett von dir. Also ich mach so dann, wie es mir passt, ja? Ja. Bist du da einverstanden? Erlaubst du mir das, mein kleiner Bruder? Ja, auf jeden Fall. Okay, mein Bester, danke dir vielmals. Dann bis später, ja, mein Lieber. Bis später. Tschüss. Ciao. Was für ein toller Bruder, ey. Ich liebe den Kleinen, ehrlich. Das ist mein kleiner Minimi ist das. Von Dr. Sheikh Abu Amin mit Stempel drauf. Danke, Herr Jesus Christus, für diese ganzen wundervollen Menschen, die mal hier reinkommen. Diese Arbeit, die du gesegnet hast, Herr, dass wir so viele Menschen erreichen durften. Danke, Herr, mein Herr, mein Gott. Amen. Ja, seht ihr, der Kleine hat von Dr. Sheikh Abu Amin gelernt und der Kleine setzt das dann überall anderswo ein und so geht das dann weiter. Hammer, ne? Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch gebrauchen für sein Reich und sein Reich mit Menschen füllen. Nicht wie Allah die Hölle mit Menschen füllen. Danke, mein kleiner Bruder. Auch ein Herz für dich. Okay, ihr Lieben, Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ich komme dann später nochmal live, ja? Macht's gut, euer Dr. Sheikh Abu Amir. Und fürchtet euch nicht, der Herr Jesus Christus hat die Welt überwunden. Amen.